Ja, Leute, willkommen zurück zu Super Meat Boy! Ja, der Fleischjunge hier auf dem Weg. Ben ist gehört zu retten, seine Traumfahler. Verletzungen. Wir haben The Forest, den normalen Welt mal abgeschlossen. Nice. Und jetzt The Hospital. Sind wir mittendrin? Ja, The Hospital. Echt crazy mit den Spritzen, ja? Wo waren wir? Also jetzt denke ich mir, ich habe keinen A+, dabei geht es ja um die Bandage. Okay, mir wurde schon angedroht in diesem Part, dass ich eine Nachricht erhalte. Oh ja, dann schauen wir mal. Meat Boy! So. Gut. Okay, dann muss ich warten. Super, wisst ihr, wie viel Zeit mir das kostet? Das ist euch scheißegal, Entwickler, oder? Es kostet mich auch einige Leben, hier durchzukommen. Alter, dieser Schleimbolzen, ja? Dieser Schleim! Das gibt es nicht! Können Sie mal schon hier raufstellen? Aber A+, Gott sei Dank geht sich das aus zeitlich. Aber jetzt muss ich mal kurz innehalten. War da eine Bandage? Nein, da war keine. Gut, next one. Ach, da ist aber eine. Alter. Wie soll ich denn das schaffen? Okay. Geh rein! A+! A+! Ja! Okay, aber ich brauche die Bandage noch. Die Frage... Wie hole ich die am besten? Wahrscheinlich mit dem Ventilator, oder? Ja, natürlich... Sollte man dann auch im Ventilator drinnen bleiben. Ja. Oh Gott, das ist ein schweres Unterfangen. 3 Jahre später. Kann ich eigentlich auf dem Vorsprung da landen? Nein. Geht sich knapp nicht aus, oder? Nein. Gut, dann muss ich das mit dem Ventilator machen. Nochmal. So. Okay. Ah ja. Okay, probieren wir es nochmal. Alter Schwede. Alter Schwede. Das wird nix. Das wird nix. Wie soll ich denn die da? Fleisch ist Lust! Okay, Moment, Moment. Wir probieren's mal. Vielleicht hilft uns... Der neue! Nein, war das der? Ja. Ah, haben die Figuren doch noch einen Nutzen? Und ich sage, ich werde nicht nutzen, ja? Aha. Hat sich erledigt. Werde ich doch nutzen. So, next one. Ich möchte aber natürlich jetzt wieder Meat Boy haben. Los geht's! Okay. Crazy!
muss sowieso warten. So, da muss ich ein A plus ausgehen. Anders geht's gar nicht, weil ich hier auf diese Steinchen warten muss. Alter, da hätte ich's fast. Da hätte ich's fast. Komm schon, Junge. Nein! Ja, Mauser spielt Adventure Quest. Ja. Na, alter Schwede. So, aber jetzt. Abschluss. Nice. Next one. Ach, Bandage Girl ist da hinten. Okay. Ach, das ist eine Warp Zone. Wie komme ich denn da rein? Darf ich fragen, wie ich da in die Warp Zone reinkomme? Aha. Hab schon gesehen. Da ist ein Schlüssel. Alter, da muss ich ja ziemlich schnell sein. Okay. Es geht sich aus. Es ist machbar. So, den holen wir uns, während wir zurückrennen. Nein! Okay. Nochmal. Wisst ihr was? Wir machen vorher Rank A. So, Rank A. Gut, und jetzt holen wir uns die Warp Zone. Ich hab's gecheckt, wie es funktioniert. Ah, aber natürlich die Reaktionszeit eines jungen Welpen wieder mal. Also nicht gut. Für dieses Projekt, verdammt. Das gibt's nicht! Spring doch da mehr in die Mitte! Soll ich mal eine andere nehmen? Und Fleischeslust macht sich breit. Wie Boy Jumping Area. Alter, ich springe, aber ich erwische trotzdem nicht. Genial. Jetzt! Warp Zone! Ja, Gameboy Time! Hui. Team Meat. Super Meat Boy! Drei Leben nur? Oh. Mit Bandagen? War da eine Bandage gerade? Ach, da ist wirklich eine Bandage. Zwei Bandagen? Okay. Schaut ja gut aus. Ist da auch eine Bandage? Sehe ich nicht. Aber sowas von knapp. Thanks, Meatball. Errungenschaft freigestellt. Living in the past. Ja, she's in another castle. Mobson befreit. Gut. The Bloodlicker. Nicht Bloodlicker, the Bootlicker. So, da haben wir zwei Bandagen ergattert. Wie gesagt, ich glaube, die roten sind die Tutorial. Warp Zones, wo man unendlich Leben hat. Also, unendlich Leben sozusagen. Wobei die Lilanen, da hat man nicht unendlich Leben. So, Ankler Pop, was? Oh Gott, was seid ihr für Vieh? Hey, da ist eine Bandage rechts. Ich sehe dich. Ja, die kann ich wahrscheinlich eh nicht berühren.
Nice. Das war gut. Aber nochmal, ich brauche nicht die Bandage. Da können wir es etwas ruhiger angehen. Natürlich sollte man vermeiden, Bandage Girl zu berühren, ja, wenn man auf die Bandage aus ist. Und natürlich sollte man auch ein Blutbad vermeiden. Obwohl, er sowieso aus Fleisch und Blut besteht, aber ja, wurscht. Lassen wir mal die Entwickler den Gedanken, dass sie Recht behalten. Ja. So. Oh mein Gott. Ja, damit. Nein! Der ganze Weg nochmal. Das ist doch ärgerlich. Ärgerlich! Okay, die Bandage wird eine Herausforderung. So. Bandage Girl, hallo, Süße. Genau jetzt ein Hinternteil. Drum riecht so streng. Oje, Mini. Wenn es zu lang dauert, Leute, werde ich auch cutten, weil ich will euch da keinen Spaß wegnehmen. Und der Spaß geht verloren, wenn man andauernd dasselbe sieht, oder? Oder sehe ich das falsch? Yep. Kommt schon, Bandagenboys. Weg da. So, da haben wir mal die Bandage. Oh ja. Oh Gott, der ist blöd gerade. Nein! Was mache ich? Ich habe gedrückt und habe nicht geschaut. Nein! Fehl des Jahrhunderts oder fehl des Parts wieder. So. Alter. Wie bescheuert von mir. Geht runter, ihr zwei. Ja, der ist noch ein bisschen heftig. So, jetzt. App. So. Oh. Ja, genau. Fliegt mal so blöde. Jetzt kann ich endlang warten. So. Ja! Bandage Cat! Oh mein Gott! Heftig! Okay. Schon wieder ein Schlüssel? Okay. How did I come? Over here? Ah. Ja, toll. Es geht ja gar nicht anders. Och, meine Fresse. Kann ich eigentlich dazwischen durch landen? Nein. Wasser. Ich hasse den Ventilatoren. Rein da! Great A! Yeah! Gut! Oh Gott! Ah, da kann ich außen auch. Ja, ob mir das viel bringt. Aha, da ist eine Warpzone auf alle Fälle. Oh Gottes Willen! Wir holen einmal Great A und dann. Kümmern wir uns um die Warp Zone. Ja, Great A.
So, ein Cookie-Lookie-Moment jetzt, weil Bandagen, wie schaut's denn hier aus? Da oben mal den Warp-Zone. Also Meatboy, ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das so packen würde. Aber momentan läuft's an und für sich sehr gut. Hat der eine Bandage gerade verdeckt? Wir schauen uns nochmal um kurz. Wir gehen auch hier kurz rauf. Aha, der Warpzone verschwindet nach einiger Zeit. Nein, also Bandagen sehe ich hier nicht. Das heißt, wir nutzen die Geschwindigkeit und versuchen die Warp so zu erreichen, wenn ich es jetzt nochmal schaffen sollte. Warp so! Ja! Okay. Super Meat Boy! Schon wieder drei Level. Ah, drei Leben. Oh, eine Bandage. Okay. Oh. Ich probier's zwar trotzdem. So. Nein! Das wird nichts. Nochmal. Und tschüss. Game on. Ah, ich kann aber wieder rein. Ich kann wieder rein. Nett. Super Meat Boy. Das erste Leben habe ich leider verschenkt. So. Bandage Girl, ich komme. So. So machen wir das. Geschickt. Bass. Perfekt. Level 2. Bandage? Ah. Das war unfair. Nein! Alter, muss ich dann die Bandage auch wieder machen? Das gibt es nicht! So! Das war perfekt! So! Letztes Level. Hä? Oh oh. Oh Gott, da ist eine Bandage. Nein! Ah, ich krieg pro Level 3. Das ist schön. Was ist das für ein Scheiß? Ja! Tut mir leid, Meatboy, aber Bandage Girl ist in einer anderen Warpzone. Oh Gott! Oh Gottes Willen! Hä? Waren da jetzt zwei oder drei Bandagen? Zwei waren da, ja. Oh Gottes Willen! Horror macht sich breit. Gut. Next Level 1 schaffen wir doch. Was? Laserstrahlen? Okay. A+? Nice.
Jetzt kommen auch schon fucking Laserstrahlen dazu. Das gefällt den Fleischjungen ja gar nicht. Ah, eine Bandage. Habe ich schon ansatzweise sowas gedacht, weil es da links so weit geht. Bandage get! Aber 2 pro Level gibt's ja nicht, oder? Weil ich wäre theoretisch noch mal kurz nachschauen da. Hier unten? Nein. Obwohl, da waren doch normale Stellen auch, oder? Nein, okay. Next Level. Okay, geht's ja doch noch eines aus. Schauen wir mal. Wurmfutter. Gefällt mir nicht. A plus. Nice. So, jetzt schauen wir jetzt noch mal kurz um. So. Nein. Puh. Na, nur die Ruhe, Junge. Nein, keine Bandage. Keine Bandage hier. Ah, es macht süchtig. Noch ein Level. Dauer Laserwing. Kann mir einer sagen, wie ich da die Bandage holen soll? Vielleicht mit meinen anderen Meatboy-Freunde. Ja, dazu sollte ich mal nochmal... Ich will mal Bandage Girl retten und dann reden wir weiter. Moment, wie schnell muss ich das sein? Ich kann doch nichts dafür, wenn der Schlüssel nicht mitmacht, so schnell. Okay, ich glaube, ich hätte an der Ecke nicht so viel. Warte. Ah ja, zu knapp. Sehr knapp bemessen. Was? Nein, ich will eigentlich das Level nochmal. So, los geht's. Ja, great. Ah. Okay. So. Charakter wechseln. Nehmen wir mal Commander Video. Einen, der vor Laserstrahlen geschützt ist. Ah. Ja, da komme ich trotzdem nicht rein. Wollt ihr mich verarschen?
Der ist nicht so schnell wieder gut, der Midi. Gefällt mir nicht. Ich glaube, ich wechsle gleich wieder zu Meat Boy. Ja. Was macht denn der Headcrab? Der ist auch nicht unsterblich. Aber er saugt sich fest quasi, er rutscht nicht so schnell. Sie haben einen neuen Gegenstand freigeschaltet. Wahrscheinlich eine Steam-Karte. Ups, nein. Meat Boy! Ja, also diese Bandage bleibt mir ein Rätsel. Ich könnte mal schauen, dass ich, wenn ich schnell bin, da oben reinkomme. Verdammt. Fleischeslust! Fleischeslust! Ach komm schon. Leutchen! Verdammt. Wie kriege ich diese Bandage? Eigentlich gar nicht dabei. Außer ich kann mich hinein teleportieren. Ja, vielleicht schafft das irgendein Charakter, den ich noch nicht habe. Eventuell. Naja, machen wir doch noch ein Level. Ich hab Bock drauf. Okay. Alter! Das kann sich ja urschnell ausgehen. Jawohl, Great A! So geht's und nicht anders! So. Schauen wir mal, ob ich da irgendwo eine Bandage habe. Das war ja mega schnell. Die Hälfte der vorgegebenen Zeit. Nice! Ich bin gut! Ich bin gut! Okay, na dann. Level 18 wieder mal vermerkt wegen einer Bandage. Hospital Level 18. Schreibe ich mir gleich auf. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Super Meat Boy. Ciao, ciao, Leute.